Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner Tarot-Botschaft für die erste Monatshälfte im September, also den Zeitraum vom 1. bis 15.09. Ich bin Angela und wir schauen direkt für dich in die Karten. Und ich habe hier als erstes den Heiligen Berg gezogen für den Krebs. Und dieser Heilige Berg, der lädt dich ein, still zu sein und dir den Raum zu nehmen, dass du dich an einen Ort der Stille in dir begibst und eben dort in dir deine innere Kraft finden kannst. Und dass, wenn eben Entscheidungen gerade getroffen werden müssen in deinem Leben, wenn irgendwas aktuell ist, ja, dann warte ein bisschen ab und mach dich nicht daran, etwas zu tun oder mach dich nicht auf den Weg, irgendwo hinzugehen, solange sich das noch nicht richtig anfühlt. Und ja, bleibe dann eher in dieser Stille und es ist auf jeden Fall eher eine Karte der Reflexion, die sagt, werde nicht aktiv, solange es sich nicht richtig anfühlt, sondern warte eher noch ein bisschen ab und verweile in diesem stillen, heiligen Raum in dir. Und die Mondkarten sprechen hier von Selbstregulierung. Und ganz oft ist es so, das ist das, was ich für den Krebs sehe in dieser Situation. Es gibt manchmal Situationen, da müssen wir aktiv werden und wirklich etwas tun, aktiv auf etwas einwirken, damit sich etwas weiterentwickelt oder damit sich Situationen in unserem Leben ergeben. Und was ich eben hier sehe, ist mehr so dieses empfängliche stille Abwarten. Und ich sehe, dass sich irgendetwas von selbst regelt. Und manchmal ist es im Leben tatsächlich so, dass wenn wir einfach abwarten und in diesem stillen, abwartenden, offenen Raum verweilen, dass sich die Dinge manchmal von selbst erledigen, ja, und dass wir eigentlich gar nichts mehr machen müssen. Ja, manchmal regeln sich die Dinge von selbst. Und das ist das, was ich für den Krebs bekomme, dieses es regelt sich von selbst. Wir schauen in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste zeigt nochmal die Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite den Rat der geistigen Welt. Wow. Und die dritte ein mögliches Ergebnis. Es mag sein, es geht um die Liebe, es mag sein, es geht um Freundschaft, um familiäre Angelegenheiten. Es geht auf jeden Fall darum, dass die Energien in deinem Leben harmonisch fließen. Ich sehe hier ein ungeheuer großes Energiepotenzial und auch viel Freude, Genuss, Aufleben, die positiven Seiten des Lebens genießen können. Und gerade auch in der Liebe. Und in vielen anderen Dingen, da ist es eben ganz wichtig, dass wir offen sind, das, was uns geschenkt wird, zu empfangen und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Das ist auch bei allen möglichen anderen Dingen im Leben so, nicht nur bei der Liebe, sondern generell auch bei Herzensthemen. Die zwei der Kelche kann immer auch für Herzensangelegenheiten stehen, Herzensprojekte stehen. Es gibt ja viel mehr im Leben als nur die Liebe, die uns am Herzen liegt. Und von dem her, ich sehe, dass es hier um etwas geht, wo du nicht drauf einwirken sollst, sondern mehr in diesem heiligen, offenen Raum bleiben, ja, der die Dinge einlädt, der empfängt, ähnlich wie die Kaiserin im Tarot. Wir schauen mal weiter rein. Wir haben hier die Königin der Kelche und die hat ähnlich wie die Kaiserin auch sie dieses offene, rezeptive, dieses empfängliche, ja auch das, was in ihr hochkommt aus der Innenschau und sie handelt dementsprechend. Sie ist vor allem sehr geduldig, weil in der Zeit, in der sie geduldig ist, ist sie versunken in die Meditation, in die Reflexion ihrer inneren Schätze. Und von dem her wendet sie sich den inneren Schätzen zu in der Zeit, wo sich die Dinge im Außen entwickeln. Und hier liegt eine sehr hohe Feuerenergie und die drei der Münzen.
Ich sehe, hier kommt sehr, sehr viel Energie hinein, ja, die in allen möglichen Lebensbereichen beginnt zu arbeiten. Ja, also was die geistige Welt dem Krebs zu sagen hat, ist einfach, dass das Energiepotenzial sowieso schon so hoch ist, dass es keine weiteren Einwirkungen darauf mehr braucht. Ja, lass los, lass sich die Dinge entwickeln, bleib in deinem heiligen inneren Raum. Und auch dieser heilige Berg, in dem heiligen Berg, da ist natürlich auch irgendetwas drin, wie eine Bibliothek. Ja, und so eine Bibliothek finden wir natürlich auch in uns, ja, diese innere Schatztruhe, die wir öffnen können. Und die Karten sagen einfach, wende dich dieser inneren Welt zu, lass das Außen im Außen sein und du wirst sehen, die Dinge arbeiten für dich und manifestieren sich zum richtigen Zeitpunkt, ja. Manchmal müssen wir uns der Welt zuwenden und manchmal dürfen wir uns den inneren Welten zuwenden, um sich die Dinge im Außen entwickeln zu lassen, ohne weiter aktiv darauf einzuwirken. Was die Königin der Kelche macht, ist, sie wirkt passiv darauf ein, einfach indem sie offen ist, indem sie geduldig ist, indem sie abwartet und indem sie darauf vertraut, dass sich die Dinge von selbst im Außen entwickeln. Ja, dass sie weiß auch, wie verbunden die Dinge im Außen sind. Ja, wie durch das Netz des Lichts, diese Lichtlinien, Lichtfäden, die alles verbinden, ja, auch alles miteinander arbeitet. Und das Ganze wird sich positiv entwickeln. Ja, also ich sehe hier eine sehr positive Entwicklung und wir haben hier noch die Sonne. Das Ass der Stäbe ist die höchste Energiekarte der kleinen Arkana und die Sonne ist die höchste Energiekarte der großen Arkana. Ja, also von dem her ist es ganz schön zu sehen, dass hier wie so dieses Lichtpotenzial sich manifestiert. Ja, die Sonne verbrennt, was nicht unecht ist. Das Licht der Sonne kann wärmen, kann aber auch verbrennen. Und von dem her gilt es hier eben ganz vorsichtig zu sein, wenn die Energien im Außen so hochschwingend sind, ja, dass wir mit diesen Energien richtig umgehen und jegliches zu viel, jegliche Aktion im Außen, ja, wäre, als ob du Öl in brennendes Feuer gießt, ja, von dem her, es braucht im Außen nicht noch mehr Energie, es ist mehr als genug Energie im Außen da, durch die Sonne und durch das Ass der Stäbe, dass die Dinge sich wohlwollend auf die bestmögliche Art und Weise entwickeln, ja, aber auch nur, wenn du nicht selber darauf einwirkst und alles darauf einwirken im Außen, ja, da kriege ich wie so einen verbrannten Geruch, wie so ein zu viel des Guten, ja, also von dem her warte ab, bleib offen, bleib rezeptiv und erlaube den Dingen sich zu entwickeln, ja, bleibe einfach in diesem positiven geistigen Raum, dass die Dinge sich wohlwollend und zum höchsten Wohle aller auch deinem entwickeln. Und ich habe hier den Lapislazuli. Und der Lapislazuli sagt, hier triff eine Entscheidung. Ja, und eine Entscheidung zu treffen ist auch, wenn wir sagen, ich entscheide, mich aus dem Außen zurückzuziehen, im Innen offen und rezeptiv zu bleiben und nicht weiter aktiv auf die Dinge im Außen einzuwirken, sondern sie einfach zu lassen in den Energien, die schon da sind. Ja, lieber Krebs, soweit ein Blick in die Karten für dich für die erste Monatshälfte im September. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich wie immer riesig über Likes und Kommentare und natürlich auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.